Die Z-Fische sollen wieder funktionieren und ich teste das einfach mal wieder an einem der guten alten klassischen Z-Fisch-Spots, die man ab Level 20 halt richtig gut eben nutzen kann. Also Z-Fische am Wolchow ab Level 20 und wir gucken mal, was hier so reinballert. Also, gerade schon ein bisschen ausgeworfen mit recht feinem Setup und die Brasse wollen wir natürlich gar nicht haben. Also, direkt wieder raus mit den Ködern, so ungefähr auf 20 Meter. Das reicht schon. Je nachdem, mit welchem Setup man hier ist, kann es auch sein, dass man nicht ganz auf 20 Meter rauskommt, wenn man hier mit einem kleinen Blei nur unterwegs ist. Kann man allerdings auch machen. Wenn man so zwischen 15 und 20 Meter rauskommt, sollte das eigentlich auch schon ganz gut gehen. Na, jetzt habe ich die Brassen hier, ohne anzufüttern. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und das um 7 Uhr. Gucken wir mal, was sich noch so tut. Zack, hier ist der nächste Brocken. Ich habe gerade ein bisschen die Schnur geändert auf zwei Ruten, weil ich ein bisschen größer reingehen wollte. Das ist mir hier dann doch ein bisschen zu knapp gewesen für die Zerte. Und die soll hier gehen. Die Zerte. Was sind denn die Z-Fische? Die Z-Fische sind, wenn wir mal eben reingucken, in die wöchentlichen Rekorde gehen wir einfach mal rein und damit nach ganz unten. Und dann haben wir hier die Zope, Zobel und Zerte. Das sind die drei wichtigen. Und wir haben wir eben die Info, ne? Also auf dem Tauwurm oder eben auf Borkenkäferlarve am Wolchow. Die sind alle am Windenbach, hier auch alle am Windenbach. Hier suchen wahrscheinlich alle noch die Fische für die Aufgabe, für die Neujahrsaufgabe. Aber hier Wolchow mit Zerte. Über 2 Kilo wurden schon gefangen. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Und wir machen auch mal ein Setup hier deutlich größer. Wir nehmen einfach mal dieses Setup hier, 5,5er Schnur. Auch das ist noch nicht richtig, richtig groß, sondern immer noch ziemlich fein. Also eine Schnur mit einem 5,5er Vorfach. Ich nehme jetzt hier direkt das Vorfachmaterial, muss man nicht machen, ist relativ teuer, kann man machen. Also im Normalfall würde man jetzt hier einfach, keine Ahnung, einfach mal eine Monoschnur nehmen, passen natürlich zu deinem Setup und dann nimmt man einen Fluorocarbon-Vorfach 4,4 oder eben hier so 5,4. Das reicht halt komplett und ich verwende hier einfach mal diese Schnur, genau, und habe hier jetzt einen 12er Haken gerade drauf. Dadurch, dass wir jetzt ja die großen Brocken haben wollen, gehe ich mal auf einen 6er Haken und dann auch den Tauwurm da drauf. So, das Ganze klippen wir hier einfach nochmal auf 20 Meter und raus damit. Zack, da kommen wir genau in den Clip rein. 40 Gramm Blei, das heißt, ich lande bei 45% Aufladen. Ziemlich genau auf die 20 Meter. Bam! Hier haben wir nochmal ein feines Setup drauf. Das ist auch klassisch, wenn man dann vielleicht eher auf Zobel und Zope geht. Da kann man dann nochmal kleiner reingehen. Die Zerte ist der größte von diesen sogenannten Z-Fischen. Na, und trotz allem hier wieder die olle Brasse, ne? Das ist ja Katastrophe. Ich hoffe nicht, dass sie hier Überhand nehmen. Die ersten Zerten sind schon drin. Alles hier schön auf Borkenkäferlarve komplett. Ich gehe auch hier mal ein bisschen größer rein. Einfach nur, damit ich da weniger diesen Drill habe. Wobei, wie gesagt, um die 3 Kilo Vorfach für die kleinen Fische schon richtig gut ist. 12er Haken ist auch der Haken, den ich immer als erstes teste für die Z-Fische. Der 12er Haken hat einfach eine schön mittlere Größe. Und zwar passt er ganz gut sowohl für Zobel und Zope als eben auch für die Zerte. Und damit kann man eben ganz gut testen an einem Spot, sind die Z-Fische da oder welcher von diesen Z-Fischen ist da und welcher nicht. Hier lasse ich auch nochmal die Borkenkäfer. Ja, das lassen wir einfach so, wie es ist. Auch hier stelle ich einfach mal so auf 20 Meter ein. Wie gesagt, die Entfernung ist jetzt einfach random gewählt mit den 20 Metern. Ich hätte jetzt auch 18 einstellen können oder 15 Meter einstellen können. Aber ich mache einfach hier auf 20 Meter, teste das erstmal ein bisschen
Und dann gucken wir mal, ob das läuft auf 20 Meter. Wenn jetzt hier auf 20 Meter nur die Brassen sind, werfe ich vielleicht mal ein paar Meter weiter oder ein paar Meter kürzer und teste das auch natürlich dann in den Bereichen. Zack, nächste Zerte. 300 Gramm auf 10er-Haken. Auch hier gehe ich nochmal größer rein. Auch hier gehe ich nochmal auch mit einem 6er-Haken rein und Borkenkäferlarve. Jetzt geht es natürlich dann runter. Hier war, glaube ich, kein Clip drin. Jetzt geht es natürlich runter von der Frequenz. Wenn wir hier auf deutlich größere Haken unterwegs sind, geht natürlich ja, die Frequenz runter. Es werden wahrscheinlich mehr von den größeren Fischen rangehen. Das heißt, es spawnen wahrscheinlich trotzdem irgendwann mal die kleineren, schwimmen zum Haken hin, versuchen daran zu zuppeln, beißen vielleicht nicht oder gucken sich das nur an, hauen wieder ab. Das passiert halt und dementsprechend zuppelt es halt jetzt nicht unentwegt, weil wir eben den größeren Haken haben. Und das Ganze wird dann natürlich ein bisschen tricky. Aber es können dann eben auch die ganz großen reingehen. Und das, was richtig nice ist, gerade eben auch hier auf dem Tauwurm, ballern manchmal richtig, richtig große Zerten rein. Warum überhaupt Zerte, Zobel und Zope? Was macht die besonders? Naja, die Kohlen. Z-Fische lohnen sich einfach von den Kohlen. Das ist halt das Gute. Und wenn man da einen Spot hat, zum einen kann das eine richtig gute Frequenz ergeben. Also bisher, die Anzahl der Fische ist schon wirklich nice, auch wenn es auch ein paar unterschiedliche sind. Aber auch vom eigentlichen Wert der Fische am Shop sozusagen, wenn man die dann verkaufen geht, ist das ganz nice. Übrigens auch solche Kandidaten, ne? Gar nicht schlecht. 500 Gramm bis 1 Kilo Rotaugen, auch die sind nicht verkehrt. Also da bin ich gar nicht böse drum, wenn da mal welche reingehen. Jetzt mache ich aber mal eben den Clip. Also die können auch gerne mit reingehen an so einem Spot. Schadet nicht. So, ziemlich genau auf 20 Meter. Weiter geht's. Einfach jetzt hier gucken, dass da Frequenz ist. Ja, wie gerade schon gesagt, auf der dritten Route ganz rechts, da hat es ja gerade gezuppelt. Aber da war wahrscheinlich irgendwas dabei, was dann irgendwie wieder zu klein ist. Und das war dann nicht ausreichend. Oder da war das Maul zu klein für den großen Haken. Das passiert eben, wenn man dann hier mit so großen 6er-Haken unterwegs ist. Wie gesagt, ideal, einfach mal anfangen mit einem 12er-Haken. Und wenn ihr merkt, na, da sind vielleicht viele Zobel und Zopen dabei, vielleicht auch mal runtergehen bis auf einen 16er- oder 18er-Haken. Da ein bisschen mit rumspielen. Und dann aber auch, wenn ihr merkt, das sind eher die Zerten, dann eben auch hochgehen bis hin zu einem 6er-Haken. Und Tauwurm, gerade in der Kombination, gehen dann auch mal die größeren Zerten rein. Und solche 2-Kilo-Brocken, bäm, ja, wenn die auf dem Tauwurm drauf sind, na, da geht noch was, dann, ja, dann macht das halt auch Bock. Dann lohnt sich das eben auch richtig, dann rein damit und Kohle machen. Aber die Brassen machen mir ein bisschen Sorgen, und zwar in Richtung Futtermische. Es gibt immer mal wieder so Ideen von Futtermische für die sogenannten Z-Fische. Kann man natürlich machen, aber man lockt eben auch häufig andere Weißfische an oder andere Fische, sowas wie Brasse einfach an, die dann den Spot irgendwie versauen. Deswegen nutze ich meistens keine Futtermische, einfach nur ein relativ feines Setup und dann eben reingehen in die klassischen Naturköder. Fangen wir mal an für die normalen Z-Fische. Wie gesagt, Borkenkäferlarve, Kaster auf jeden Fall. Manchmal die Made. Köcherfliegenlarve geht auch mal wieder ganz gut. Das sind, glaube ich, so die vier wichtigsten. Bei den Fliegen ist da nichts dabei. Bei den Teigen auch nichts. Dann haben wir hier nochmal die Seealge. Das funktioniert auch immer mal wieder für die Z-Fische und wie gesagt für die großen Z-Fische auch mal ruhig die Würmer ein bisschen testen für die Zerte, wobei da der Tauwurm eigentlich auch recht weit vorne ist. Und es zuppelt weiter. So soll das doch sein. Und sie werden auch langsam größer, hier die Brocken hier reingehen. Sehr gut. Also jetzt einfach mal ein bisschen durchziehen und gucken. Oha. Oha. Den hatte ich auch schon lange nicht mehr. Aber wie gesagt, von der Frequenz her passt das alles schon ganz gut. Ich ziehe jetzt hier noch mal ein bisschen durch und dann gucken wir einfach gleich mal in den Kescher rein.
Ja, ganz krass zu spüren jetzt der Rückgang der Frequenz. Also mit den großen Haken, mit den Sechserhaken, deutlicher Rückgang der Frequenz. Aber wie gesagt, eben auch größere Brocken, die reingehen. Gucken wir mal. Na doch, da ist noch was dran. Schlagen wir nochmal an. Also frisch gebissen hier. Also man merkt schon, dass die Frequenz runtergeht. Ich war gerade eben mit deutlich mehr Fischen als Minuten hier unterwegs. Das ist natürlich auch immer nice, dass man dann, oha, dass man dann eben ja einfach eine richtig hohe Frequenz hat. Da waren es, glaube ich, jetzt gerade um die 15 Minuten und schon 20 Fische. Also das ist natürlich dann ideal. Und jetzt mittlerweile bin ich bei ungefähr, ja gleich, ne, 20, 21 Minuten hier und 21 Fische. Also, es pendelt sich dann halt eher so ein bisschen ein mit den Zerten. Und ich glaube, wenn man hier auf relativ klein bleibt mit der Borkenkäferlarve und ja, einfach einer guten Frequenz und mehr Zerten dann eben auf Masse macht, dann ist auch da zwischendurch bestimmt mal eine Trophy mit dabei. Und im Ganzen hat man auch einfach mehr davon. Aber ich sag mal, so eine Route würde ich, glaube ich, mit auslegen. Eine Route mit Tauwurm und Sechserhaken. Ich glaube, das macht schon Sinn. Und auch hier gehe ich nochmal wieder zurück vom Sechser auf den Zwölferhaken. Mache hier auch wieder die Borkenkäferlarve drauf und dann wieder raus damit auf die 20 Meter. Zack. Jawohl. Und dann habe ich hier, hoffe ich, doch mal eine bisschen bessere Frequenz wieder. Und auch da, ja, hier sieht man es, auch da können ja die dickeren Brocken reingehen. So soll das doch. Na, ist es eine Zerte oder eine dicke Brasse wieder? Gucken wir mal eben. Die nehmen wir doch nochmal eben mit und dann gucken wir gerade einfach nochmal gleich in den Kescher rein, was die Zerten denn so an Kohle bringen. Na, komm ran hier. So, das sieht auch schon ganz gut aus hier. Schöner Brocken. 1,2 Kilo, ja. Das ist so eigentlich die Größe. Ich sag mal, um Kilo-Bereich, das will man eigentlich haben. Das macht somit am meisten Spaß, am meisten Sinn. So, zap, zap, zap. Das war jetzt auch gerade hier 12er Haken und Borkenkäferlarve. Ich wollte gerade sagen, ich lasse das mal eben hier stehen. Aber nee, die nehmen wir noch kurz mit. Denn es geht jetzt gleich in die Abendstunden. Über die Mittagszeit ist auch immer so ein bisschen Flaute. Und dann merkt man nochmal einen Anstieg der Frequenz in den Abendstunden und in den Morgenstunden. Da geht es dann doch nochmal ein bisschen mehr los. Und hier auf dem Tauwurm jetzt gerade die ganze Zeit sehr viel Barsch. Barsch, 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 Barsch. Immer wieder auf dem Tauwurm. Ja, ist okay. Will man aber eigentlich nicht unbedingt haben. Von daher muss man auch da überlegen, lohnt sich das dann überhaupt mit dem Tauwurm oder bleibt man vielleicht auch da mit einem Sechserhaken eher auf Borkenkäferlarve. Ne? Einfach einen großen Haken anbieten und hoffen, dass da was geht. So, mal eben hier rüberreisen. Zack, dann sind wir schon da. Kurz natürlich auch ins Café gucken. Ist da irgendwas Interessantes? Da vorne ist ja das Café. Na, da sieht man es doch schon immer. So. Barsche sind sogar drin. Das ist doch praktisch. Na, das ist doch sehr praktisch. Zerte ist aber auch drin. Eine ab 300 Gramm. Mal eben nach Gewicht sortieren. Die kleinste kommt weg. Bringt uns schon mal 24 Silber. Das ist doch top. Und dann gucken wir hier gerade nochmal eben komplett rein. Jetzt hier in den 26 Minuten sind wir jetzt hier bei 110 Silber. Das ist doch schon sehr angenehm. Für 26 Minuten und hier seht ihr es, die ganzen Zerten, auch die kleinen, bringen 10 Silber ein. Wenn das mal nicht eine Wucht ist, also selbst sowas, was halt hier auf dem 12er Haken mit einer guten Frequenz geht, da kann man sich mal hinstellen und mal komplett den Kescher voll machen. Also wenn man nur diese Dinger hier behält, sogar alles andere wegschmeißen würde, was hier so ein, zwei Silber nur bringt, dann hat man halt ratzfatz den Kescher voll mit 1000 Silber. Dauert wahrscheinlich 2 Stunden oder so, aber kann man noch machen. Also, Kratsching, verkaufen, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Petri.